Servus und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es geht weiter in unserer Reihe für Operation Squad und was es heute gibt, das werdet ihr gleich sehen. Ja, wie ihr gesehen habt, geht es heute um die German Air Support Group, also für die deutsche Wehrmacht. Kurz bevor wir ins Detail gehen, auch diese Box wurde uns freundlicherweise von Silent Night Games in Salzburg, vom lieben Walter, zur Verfügung gestellt, dass wir euch diese zeigen können. Ganz ein toller Partner für uns Tabletopper. Zuverlässig, ehrlich und mit fairen Preisen. Und ohne dem ja, könnten wir solche Videos zum Beispiel nicht anbieten, weil wir haben keine Unterstützung sonst. Ja? Also vielen Dank nochmals, dass du uns die Möglichkeit gibst. Gut, die German Air Group. Stimmen wir da drauf? Ne? Doch eine Idee. Jawohl. Operation Squad ist natürlich ein reines Infanteriespiel. Ja? Oder hauptsächlich Infanterie. Ich glaube, ihr seid mehr an der Box als an meinem Gelaber interessiert. Machen wir den Blick in die Box. Ja, zum Abschluss möchte ich euch noch die German Air Support Group vorstellen von Warlord Games. Sind 10 Metallminiaturen im 28mm Maßstab. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Also was haben wir hier? Ich sage mal Granatwerfer, Offizier, das könnte ein zweiter Offizier sein, ein MMG, Sanitäter und einen Beobachter. Was sagt die Beschreibung? Zwei Officers, also das werden die beiden Herren hier sein, ein Medic, ein Radio Operator Spotter, das ist der Kollege hier, ein mittleres Mörserteam, diese hier und jetzt richtig ein MG42 MMG-Team. Gut, dann schauen wir uns einmal die Minis im Detail an. Bases, ja, ist klar. Zwei 60er Bases für den Mörser und das MMG. Ja, und hier sieht man zum Beispiel schon einen großen Unterschied zu dem MMG der Briten, was ich euch vor kurzem vorgestellt habe. Wart ein bisschen höher, dass ihr was seht. Und zwar, da beim Briten war es ja in einem, also das MG plus dem Schützen plus der Lafette. Hier haben wir hier das MG, hier die Lafette fürs MG müsste das sein, ja. Und wo ist der MG-Schütze? Der müsste der liegende hier sein, der auch noch aus zwei Teilen besteht. Also beim MG der Deutschen habt ihr schon ein bisschen mehr. Das wäre jetzt das MG-Team. Beobachter, MG2, MG1, ja, ist eigentlich ja aussagekräftig. Hier der eine Offizier mit der Luger in der Hand, hier der zweite, das dürfte sich ebenfalls um eine Luger handeln, aber mit einem verlängerten Schaft und einem anderen Magazin. Hier haben wir den ja, Spotter Radio Operator, legen wir den mal so um. Vielleicht ist er jetzt besser erkennbar, ja. Mit einer Signalpistole, das Mortar-Team, gehen wir mal so zusammen. Und was ganz wichtig ist, weil ich mich ja bei dieser Vorstellung hauptsächlich auf das Spielregelwerk Operation Squad beziehe, hier ein Sani. Eines der wenigen Spiele, wo der Sani auch während des Spieles Sinn macht, und nicht nur eine zusätzliche ja, Punktekostenfigur gibt. Summa summarum, ja, die Miniaturen sind schön gegossen. Irgendwie sieht man deutliche Unterschiede vom verwendeten Zinn. Ja, das ist eindeutig matt. Ja. Ist das jetzt schon älter? Ist dieses neuer? Ich kann es euch nicht sagen. An und für sich natürlich sehr schön gemacht. Überhaupt keine Thematik. Wobei hier, gerade bei den Gesichtern, aber ich glaube, das kennt jeder, der mit Zinnfiguren arbeitet,
schon ein wenig den Schärfegrad bei den Gesichtern vermisse. Ja? Aber es ist alles noch im guten Rahmen, es sind tolle Miniaturen. Und wenn ihr, weil ich könnte ja zum Beispiel bei meinem, ich habe euch auch die Blitzkrieg-Infanterie-Box vorgestellt, das wäre zum Beispiel eine interessante Erweiterung, ja? Um eben schwere Waffen mit ins Spiel zu bringen. Dürft dabei halt nur nicht übersehen, das kostet immer Punkte. Also so ein MG kostet zwischen, ich weiß es leider nicht auswendig, zwischen 150 bis 180 Punkte. Und das ist schon einiges, ja. Wie auch, wenn ihr euch das Regelwerk vielleicht einmal ansieht, merken werdet, da ist nicht viel mit Fahrzeugen, ja, weil da bist du auf 2000 Punkte auf einmal oben mit einem Fahrzeug, ja. Also ein Fahrzeug kostet ein vernünftiger Panzer zwischen 950 bis 1300, 1400 Punkte. Ja. Aber gut, kurz abgeschweift. Summa summarum, eine nützliche Box, um zum Beispiel die German Grenadier Box, die Blitzkriegarmee Box der Deutschen aufzuwerten. Für die Fallis geht es leider nicht, es haben andere Uniformen. Man könnte es auch noch für die bösen Jungs mit den beiden Doppelbuchstaben nehmen, aber das ist ein anderes Kapitel. Ja, gefallen mir auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja, also wie ihr gesehen habt, doch einiges, also interessante Sache eben der Sanitäter, der in diesem Spiel auch wirklich während des Spiels heilen kann, ja, was wichtig sein kann, ja. Zwei Offiziere, auch nicht schlecht. Das heißt, ihr müsstet theoretisch euren Kunststoffrahmen gar nicht dafür nehmen, wenn ihr welche habt. Das MMG, keine Frage, tolle Wirkung. 7-8 Schuss, gib ihm. Ja, also da kannst du schon einen Korridor legen, wo so schnell keiner durchkommt. Real. Ja, und der Mörser. Es kann passieren, dass böse Überraschungen von oben kommen. Wie gesagt, das ist eine Option, um bei Operation Squad eine ja, stärkere Feuerunterstützung erzielen zu können. Bei den Deutschen ist es, ja, der Sani ist sehr wichtig. Das MMG, okay, auch der mittlere Granatwerfer, keine Frage. Aber das MG habt ihr meistens schon dabei. Ob ihr jetzt 7 oder 8 Schuss habt, ja, okay, die Entfernung spielt da noch eine Rolle. Gut, ist aber dafür stationär anders zum Handeln. Aber, natürlich, Gust und Geschmäcker sind verschieden. Wenn einer sagt, nein, ich möchte meine Truppe mit mehr Varianz ausstatten, ist das eine tolle Box. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, das war's für heute mit der deutschen Unterstützungsbox quasi für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder Zeit findet und dabei seid. Oder vielleicht sogar mal zu einem Operation Squad ja, Kennenlernspiel vorbeischaut. Ja, würde uns freuen. Also, bis dorthin, liebe Grüße aus Wien, bleibt gesund, Leute, und Servus!